50 fucking 1000 Abonnenten. Ich danke meinen Abonnenten, EA Sports nicht, Hannover 96, Newcastle United, Borussia Dortmund, meine Mikro, meiner Kamera, meiner Freundin, meinen Freunden, meinem Kaktus, roten Kreisen und meiner Familie. Everything changes. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. Wir sind, wie ihr jetzt sehen könnt, wieder am Start mit dem BVB in der Saison 2015-2016 und es geht demnächst weiter in dieser Episode mit folgenden Spielen. Wir spielen ja auswärts gegen den FC Bayern München, erinnert euch vielleicht noch an die letzte Episode. Dann geht's gegen den FSV Mainz 05 nach der Länderspielpause, dann noch gegen den FC Augsburg, diese beiden Spiele simuliert und dann im Pokal gegen den FC Bayern München und vielleicht noch simuliert gegen Werder Bremen. Schauen wir mal, aber zunächst einmal gucken wir uns an, was momentan so bei unserem Kader abgeht. Was erstmal abgeht, ist natürlich Training und das sieht ganz gut aus. Özyakup steigt, Reece Oxford steigt und Mustafi nur mit einem F. Naja. Momentan sind wir Tabellenerster und wir spielen heute gegen ziemlich direkte Konkurrenten mit beispielsweise Mainz oder halt den FC Bayern München. Auch Werder Bremen ist immerhin... Wir sind momentan Tabellenerster und spielen heute gegen direkte Konkurrenz. Einmal gegen Mainz 05, gegen Augsburg, gegen Bayern, das heißt gegen die Top 3, die hinter uns stehen, werden wir heute spielen. Das wird natürlich alles andere als einfach den Pokal, dann auch noch gegen Bayern. Besser geht's ja fast schon gar nicht mehr. Nimmt man einmal ein Video auf, weil scheiß Wetter ist und jetzt kommt die Sonne wieder raus. Die ganze Zeit in Karlsruhe, in München war es arschkalt und hier scheint jetzt wieder die Sonne oder was? Ah, was macht man mit Bayern? Man verunsichert sie, nehmen die bestimmt total ernst. Der stärkste Gegner Deutschlands erwartet uns der FC Bayern München. 5 Punkte Vorsprung momentan, wir wollen das natürlich ausbauen und deswegen gehen wir jetzt rein. Aber vorher natürlich noch, wenn es euch heute überhaupt gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wäre eine super Unterstützung. 1000 Likes schafft er das wieder letztes Mal. 1300. Ihr seid einfach die Besten. Auch an dieser Stelle natürlich nochmal ganz tolles Dankeschön für 50.000 Abonnenten. Das Special ist eventuell sogar schon online oder wird halt noch kommen. Folgt mir bei Twitter, dann wisst ihr auch für die nächsten Male Bescheid, wenn solche ähnlichen Videos kommen, wie eben das Special-Video. Instagram ist auch unten. Und natürlich schaut bei IG Vote vorbei. Da kriegt ihr noch 6% Rabatt mit dem Rabattcode MAXGAMINGTV. Und gerade während des Team of the Seasons momentan natürlich sehr, sehr nice, wenn ihr euch da günstige und sehr, sehr schnelle Münzen natürlich kaufen könnt und für mich ist auch eine große Unterstützung, aber der Daumen nach oben, ihr wisst Bescheid, wie wichtig das ist, ein Klick für euch und eine riesige Bedeutung für mich. Und jetzt sind wir bereit, auf geht's gegen den FCB. Die Allianz Arena erwartet uns zum Topspiel und jetzt fällt meine Kappe natürlich runter, aber was soll's, der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund, da oben links saß ich und zwar vor ein paar Tagen. Choreografie ist natürlich nice. Kein Team hat mehr Tore geschossen als die Bayern. 5 Punkte trennen uns momentan. 8 Punkte wäre natürlich ein Traum. Die Bayern ohne wirkliche Überraschung. Neuer, Lahm, Martinez, Boateng, Bernat, Alonso, Robben. Dazu dann noch Ribéry, Vidal und Thomas Müller. Also die absolute Top-Elf beim FCB aufgeboten. Bei uns beim BVB gibt es ein paar Überraschungen. Birki Piszczek, dann Reece Oxford nach seiner guten letzten Partie. Mustafi, Durm, Mahmoud, Dahoud mit seiner ersten Partie. Bender, Özyakup, Kevin Volland, Marco Reus und Pierre-Emerick Aubameyang. Hey BVB, auf geht's. Alles vorbereitet. Los geht's. Anstoß für uns. Aubameyang, die erste Riesenchance. Es sind gerade mal 2 Minuten gespielt. Und Bayern struggelt. Nicht struggelt, sondern struggelt schon hinten drin. Mahmoud Dahoud erstmals für uns am Ball, der ehemalige Gladbacher. Auf Özyakup, Ballverlust. Benders Flanke, Aubameyang und Neuer ist wieder da. Bender, klasse Balleroberung, wieder die Flanke von Sven Bender. Macht ein starkes Spiel bisher. Dahoud, gute Schussposition. Schade. Dahoud auf Aubameyang und der hat das Tempo und das kann er natürlich ausspielen. Pierre-Emerick Aubameyang im 16er, aber zu kurz der Pass auf Özyakup. Piszczek mit der Riesenchance, aber Neuer ist schon wieder da. Es steht noch 0:0, aber wir sind ganz kurz vorm Führungstreffer. Volland und da steht Dahoud. Den kann man auch mal machen. Oh, jetzt der lange Ball auf Arjen Robben. Bisher die Bayern null gefährlich. Und auch hier steht Robben im Abseits. Wir haben die so im Griff. Die sind total nervös. Reus auf Özyakup. Und wieder ist Neuer da. 6:0 Schüsse. Aber der Ball ist bisher noch nicht im Tor. Wir haben die Bayern komplett im Schwitzkasten. Komplett im Griff. Aber noch steht es 0:0. Weil wir unsere Chancen nicht nutzen. Das muss besser werden. Aber noch haben wir 45 Minuten Zeit und jetzt müssen wir es auch packen. Wir schaffen das schon.
Gute Freistoßgelegenheit. Kevin Volland wird den in die Mitte bringen. Da ist die Kopfballgelegenheit. Mustafi, und da ist Dahoud und immer noch kein Tor. Ich fasse es nicht. Oh Gott. Was macht Roman Bürki da? Die erste Gelegenheit der Bayern und das 1:0 für den FCB. Was für ein Patzer von Bürki. Wir müssen reagieren und das machen wir auch. Bringen Ben Yedda für Dahoud. Gutes erstes Spiel, aber die Chancen nicht genutzt. Und das soll Ben Yedda jetzt besser machen. Reus und Bender! Ausgleichstreffer! Sven Bender macht den Ausgleich für den BVB. 2 Minuten nach der Führung. Unser Capitano, und er macht genau das, was er machen muss. Neuer sieht diesmal nicht gut aus, wird irgendwie behindert da. Und dann ist Bender der Größte und köpft den Ball rein. Es war Lahm, der Neuer da, den Wind aus den Segeln nimmt. Und Bender, jetzt wissen wir wieder, warum er spielt. Der Ball auf Ben Yedda, der ist schneller als Xabi Alonso, kann den Ball aber nicht kontrollieren. Ben Yedda erobert den Ball im gegnerischen 16er. Gegen Bernhard, der gerade noch das Tor gemacht hat, die Grätsche, da geht er dann vorbei. Ben Yedda aber... kein Problem für Neuer. Aubameyang und Ben Yedda. Wieder ist Neuer da. Ich fasse es nicht. Der hält alles. 75 Minuten durch. Wir wechseln doppelt. Bayern bringt Costa für Robben. Und bei uns gibt es ein Bundesliga-Debüt. Und zwar das zweite für Özyakub kommt Mikel Merino. Und ja, für Marco Reus kommt Shinji Kagawa rein. Oxford mit der Balleroberung. Da ist Aubameyang. Aubameyang, kann er den querlegen? Nein, aber kann ihn vielleicht mal zurückerobern? Ebenfalls nicht. Oxford, klasse gegen Costa, vielleicht die letzte Gelegenheit eines Angriffs, aber nein. Puh, was war das bitte für ein Spiel? Manuel Neuer rettet den FC Bayern München im Alleingang diesen Punkt. Wunderbare Vorstellung von Dortmund, von unserem BVB, aber wir schaffen es nicht, mehr als ein Tor zu schießen. Und im Endeffekt reicht eine Unsicherheit von Bürki dem FCB für zumindest ein Tor und damit einen Punkt. Bender, unser Matchwinner in gewisser Weise, dadurch, dass er uns hier den Punkt rettet. Aber Neuer auf jeden Fall der beste Mann auf dem Platz, damit, dass er den Bayern den Punkt rettet. Wir können nicht auf 8 Punkte stellen und bleiben bei 5 Punkten Vorsprung gegen den FCB. 13:1 Schüsse und am Ende ein 1:1. Bitterer geht's wirklich nicht. Neue Trainingseinheit mit 2 neuen Gesichtern, und zwar mit Volland und mit Ben Yedda, der direkt mal mit einem A kommt. Mainz hat uns mittlerweile wieder in der Tabelle überholt und wir sind momentan nur Tabellenzweiter. Gleiche Tordifferenz, eigentlich die gleichen Ergebnisse, aber Mainz trotzdem vor uns. Wir haben Länderspielpause, wollen uns einen neuen Scout sichern und das erste Mal zuschlagen auf diesem Markt, aber es gibt momentan keinen vernünftigen. Aus unserem Spiel sind 2 Spieler im Team der Woche, und zwar Bayern mit Neuer vertreten und wir mit Sven Bender, die beiden Matchwinner eben. Und diese Schlagzeile ist natürlich eine Hausnummer, hat sich Dortmund einen Bärendienst erwiesen. Zu Saisonbeginn war Bürki unglaublich stark, jetzt momentan läuft es bei ihm gar nicht mehr. Die nächste Trainingseinheit ohne Özyakub, der bei der Nationalmannschaft ist, dafür mit Mahmoud Dahoud, und der findet sich mit einem D ein. Naja, immerhin. Und passenderweise spielen wir jetzt gegen den Verein, der die beiden ehemaligen Trainer des BVBs ausgebildet hat. Jürgen Klopp und Thomas Tuchel kamen vom 1:05 und die sind momentan Tabellenführer. Und jetzt wollen wir natürlich selber auf diesen Platz kommen. Los geht's gegen Mainz. Und weil es ein Topspiel ist, werden wir auch dieses Spiel spielen in der Kofas Arena. Mainz 05 gegen den BVB. Wir sehen, dass da eine ganze Tribüne für uns gesichert ist. Natürlich nicht das originale Kofas Stadion, aber kommt dem ehrlich gesagt schon ziemlich nah. Auch hier gibt es wieder eine Choreografie. Und glaubt mir, bei uns gibt es einige Überraschungen im Kader. Marco Reus, bisher noch ohne jegliches Tor. Er ist heute im Fokus bei uns Dortmund. Und hier sieht man eventuell schon einige Spieler heute in der Startelf. Bei Mainz 05, Karius Donati, Balogun, Bell, Bengtsson, Frei, Baumgartlinger, Clemens, De Blasis, Yunus Malio und John Cordoba, der Tabellenführer, also ohne irgendwelche Überraschungen. Und dann der BVB, Weidenfeller für den schwachen Bürki, Piszczek, Oxford, Mustafi, Durm, Özyakub, Bender, Wissam, Ben Yedda, Kevin Volland, Marco Reus und Pierre-Emerick Aubameyang, Ben Yedda nach der guten Leistung und aufsteigender Form. Vor Castro und auch vor Dahoud in der Startelf. Und wir haben jetzt 3 Neuzugänge nicht mal mehr im Kader. Sowohl Origi als auch Bojan als auch Stendera nicht im Kader dabei. Dafür aber beispielsweise eben ein Dahoud, ein Mikel Merino und ein Christian Pulisic. Schiedsrichter Heimo Wasserschneider, ich würde sagen, auf geht's.
Mainz mit der ersten Gelegenheit und das war ein verunglückter Flankenversuch, ich glaube von Baumgartlinger. Und Weidenfeller ist erstmals auf dem Posten. Benjeda und Bender, der Pfosten. Der Kapitän ist momentan einfach eine absolute Waffe. Der ist so gut drauf. Schöner Ball von Bender auf Wissam Benjeda, der sich gegen Donati versucht durchzusetzen. Das auch schafft und jetzt die Flanke schlagen kann. Ist beidfüßig. Da ist Aubameyang. 1:0 Führungstreffer. 17 Minuten. Und wer hat eingeleitet? Richtig, Sven Bender, wer hat's vorbereitet? Richtig, Wissam Benjeda. Und hier feiert Aubameyang mit den Teamkollegen. Natürlich ein schönes Tor, ein schöner Auftakt, aber ganz, ganz schwach von der Mainzer Defensive. Donati unglücklich und dann sieht Karius nicht gut aus. Und von irgendwem wird der Ball noch abgefälscht. War es vielleicht frei? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht es 1:0. Özyak, eine klasse Dribbling und Ballbehauptung. Jetzt der Ball auf Aubameyang, aber nicht genau genug. Langer Ball auf De Blasis, nicht im Abseits. Oxford geht hinterher, unser junger Engländer. Unsere Leihgabe von West Ham kommt nicht ran, aber Ball ist im Endeffekt geklärt. Ist natürlich auch ein Ausrufezeichen, dass der vor Sokratis und Toprak, die beide mit schlechter Form auf der Bank sitzen, in der Startelf steht. Aber das ist nun mal das, was ich gesagt habe. Ich stelle nach Leistung auf und momentan spielt Oxford super. Hier ein schöner Trick von Özyakub und der setzt da Marco Reus ein. Der ist noch ohne Tor, vielleicht ja jetzt. Nee, Karius ist da. Halbzeit in der Kofas Arena, Führung für den BVB, aber eine ganz, ganz ausgeglichene Partie. Die Fans feiern natürlich bisher total zu Recht. Aubameyang bisher der Matchwinner. Allerdings ist das definitiv noch nicht durch, das Spiel, denn Mainz spielt stark. Reus schickt Aubameyang auf die Reise und der spielt natürlich wieder sein Tempo aus gegen Balogun. Jetzt ist kein Kopfballstarker in der Mitte, ziehen wir nochmal zurück eine Runde. Macht das da gut, vielleicht mit dem Finesse-Schuss, aber der geht deutlich. Die Ecke von Reus und es ist wieder Sven Bender. 2:0, 53. Spielminute. Der Capitano trifft doppelt in dieser Episode und macht hier das 2:0. Balogun gerade den Ball abgefälscht und jetzt sah er anscheinend nicht so gut aus. Im Kopfballduell verliert das gegen Bender. Karius chancenlos und unser Kapitän trifft zweimal hintereinander. Denn Jeda macht ein ganz, ganz starkes Spiel auf seiner 10er- bzw. Mittelstürmerposition. Der Ball auf Özyakub und der kann schießen. Karius ist da. Da ist Marco Reus und fliegt unterm Ball durch. 70 Minuten durch. Es gibt den ersten Wechsel auf beiden Seiten. Benjeda hat ein ganz starkes Spiel gemacht. Geht raus. Dafür kommt Sokratis. Das heißt ein bisschen mehr defensive Stärke. Und bei Mainz kommt Jairo für Clemens. Ihr habt es wahrscheinlich schon erwartet. Wir werden nochmal wechseln. Hier kommt erstmal Bungert für Donati. Das heißt, sie verstärken die kopfballstarke Defensive. Allerdings bei uns ein deutlich logischerer Wechsel. Denn es wird Marco Reus rausgehen und dafür kommt natürlich der Junge, den ich gerade auf der Bank erwähnt habe und den man hier nicht sieht, weil er hier noch nicht eingewechselt wird. Aber es kommt gleich Christian Pulisic für Marco Reus. Özyakub auf Pulisic, gerade eingewechselt, erster Schussversuch, aber abgefälscht von Sokratis. Sokratis auf Volland, Volland abgefälscht, Aubameyang. Auf Pulisic, Karius, Aubameyang und das 3:0. Wir schießen den Tabellenführer ab. Doppelpack, Aubameyang, Vorlage kommt von Pulisic. Auch wenn es ein bisschen unfreiwillig war, weil Karius den Ball noch hält. Aber Aubameyang hier nagelt den Ball unter die Latte. Und damit, ja, haben wir die Mainzer richtig weggeballert. Sie hatten keine wirklichen Chancen, genau wie Bayern. Wir sind momentan absolut unbesiegbar. Die Auswechslung des Matchwinners konnten wir leider nicht sehen, weil sie nicht eingeblendet wurde. Aber Dahoud ist jetzt drin und zwar für Aubameyang. Volland ist im Sturm. Und vielleicht können wir ja nochmal nach vorne kommen. Nein, das Spiel ist vorbei. 3:0 Auswärtssieg gegen Mainz 05. Wir sind neuer Tabellenführer und das nach einer ganz souveränen Vorstellung. Eine absolut geniale Partie. Weidenfeller hat abgesehen von der ersten Gelegenheit der Mainzer nichts zu tun. Und unsere Fans können sehr zufrieden sein, denn wir sind der neue Liga-Primus. Wir waren am Anfang der Episode der Liga-Primus und sind jetzt auch wieder. Und das sind doch gute Voraussetzungen für die nächsten Wochen, unter anderem für das Pokalspiel gegen Bayern. Aber jetzt geht es erstmal gegen Augsburg. Trotzdem für den Moment auf jeden Fall ein sehr schöner Sieg in der Kofas Arena. Karius konnte bei den Toren nichts machen. Sah nur beim ersten ein bisschen unglücklich aus, aber war nicht seine Schuld. Und ich würde sagen, damit können wir sehr gut leben. Und jetzt geht es weiter in den nächsten Wochen mit ordentlicher Arbeit. Die anderen Ergebnisse: Bremen verliert gegen Bayern, Augsburg unentschieden gegen Darmstadt. Nur Hamburg verliert gegen Bayern 04 und Wolfsburg gewinnt gegen Hoffenheim. Wir trainieren, wir haben das nächste Upgrade für Oxford, das sage ich schon mal voraus. Genauso ist es auch, er macht sogar ein B und wird dementsprechend schon nah am nächsten Rating dran sein. Ja, der steigt schon direkt weiter. Auch Stendera ist ganz nah vor der 76 und Dahoud, naja,
mehr oder weniger nah vor der 73. Die Tabelle hat sich mittlerweile ein bisschen gewandelt. Augsburg nur noch Siebter und das vor dem Spiel gegen uns. Aber die sind alle ganz nah beieinander. Die einzigen, die nicht nah dran sind, sind Hertha BSC weiter nur mit einem Punkt. Hannover mit 9 Punkten und Ingolstadt mit 8 kurz vor der Abstiegszone. Und dazwischen, zwischen dem 16. und dem 12., das sind 4 Plätze, liegen jetzt schon 7 Punkte. Moritz Leitner würde gerne spielen. Der hätte gerne seine Gelegenheit. Jetzt spielen wir gegen Augsburg und da wir simulieren, werden wir die Elf jetzt mal so aufstellen, wie ich es mir vorstelle. So, Volland ist nicht mehr gut in Form, dementsprechend geht der raus und dafür geben wir einfach mal, würde ich sagen, Leitner seine Chance, wenn er denn drum bittet. Dafür stellen wir Özyakub auf die rechte Seite. Ich glaube, das kann er gar nicht, aber das ist mir ehrlich gesagt jetzt gerade mal egal. Mustafi momentan nicht so gut in Form. Sokrates hat sich wieder ein bisschen erholt, deswegen kriegt er erstmal die Chance. Oxford bleibt weiter drin, weil der mir sehr gut gefällt und auch ansonsten müssen wir nicht wirklich was ändern, sondern lassen das einfach mal genauso stehen. Kagawa bleibt draußen und der Rest hier auch, aber vielleicht kommen in den nächsten Wochen mal wieder die Chancen für Origi, Stendera oder Boja. Heimspiel gegen den FCA, zuletzt unentschieden gegen Darmstadt, Niederlage gegen Bayer und ein Sieg gegen die TSG. Also alles dabei in den letzten 3 Wochen. Wir springen rein, wir simulieren das Ganze, sind zu Hause im Signal Iduna Park. Das heißt, normalerweise müsste das gut laufen. 20 Minuten durch noch gar nichts passiert. Und dann das 1:0 durch Aubameyang per Elfmeter. Das heißt, der Gabuna trifft schon wieder. Leitner verletzt sich. Natürlich wunderbar, sein erstes Spiel und jetzt muss er verletzt raus, dafür kommt Castro ein Peacecheck mit einer gelben Karte, auch Augsburg wechselt, ansonsten passiert ihm nicht wirklich viel bisher, Kagawa kommt für Ben Yedder, Bobadilla kriegt gelb, wir sind in der 87. und wir haben gewonnen, zwar nur knapp mit 1:0, aber das geht doch. Leitner nutzt zwar seine Chance, wie die Presse sagt, aber fällt 6 Wochen aus mit einem Leistenbruch, toller erster Einsatz. Wir trainieren nochmal und dann geht es gleich gegen den FC Bayern im Pokal. Reece Oxford mit einem C steigt schon wieder bedächtlich nah ans nächste Upgrade ran. Und bei den anderen sieht es auch ordentlich aus. Es gibt einfach keine vernünftigen Scouts und deswegen kaufe ich mir jetzt aus Protest diesen Franzosen hier und hoffe, dass der mir irgendwas Vernünftiges bringen wird. Und zwar schicke ich ihn in sein Heimatland nach Frankreich. Passenderweise haben wir jetzt einen 5-Sterne-5-Sterne-Scout. Das heißt, den holen wir uns auch und auch den schicken wir, wenn es geht, in sein Heimatland. Und das geht sogar, das heißt nach Serbien. Die Stats von Marco Reus, er ist gut in Form, er ist sehr glücklich, aber bisher noch ohne Tor, dafür 4 Vorlagen, trotzdem, nach seinem 3-Tor-Einlagen-Turnier erwartet man mehr. Er wird übrigens gleich gegen Bayern nicht mal im Kader sein, das kann er jetzt schon mal sagen. Wir springen jetzt rein in die Partie gegen den FCB, auf geht's. Das 2. Mal in München zu Gast innerhalb von wenigen Wochen, diesmal wirklich bei Nacht und die Allianz Arena erleuchtet rot für das Spiel gegen den BVB. Der ominöse Gästeblock im Stadion der Bayern in der Allianz Arena, die Dortmunder Fans viel mitgereist und die Schickeria anscheinend bestens gelaunt. Während es bei Bayern nicht so viele Änderungen gibt mit neuer Lahm, Martinez, Benatia, dazu noch Bernat, Vidal, Rode, Alonso, Costa, Ribéry und Müller haben wir bei uns auf jeden Fall ordentlich durchrotiert. Weidenfeller, Peacecheck, Toprak und Mustafi, komplett neue Innenverteidigung im Vergleich zum letzten Spiel. Schmelzer, Bender, Castro, Kagawa, Volland, Pulisic in der Startelf von Aubameyang auf der Bank, Stendera, Bojan, Origi, die zuletzt ausgemustert waren. Das heißt, ganz, ganz anderer Kader, wir sind halt im Pokal, da kann man sich ausprobieren, auch wenn es gegen die Bayern ist. Harald Fimmler ist der Schiedsrichter, die Fans sind bereit, ich bin's auch, auf geht's. Castro, Kagawa, das ist Pulisic, aber die Flanke ein bisschen verunglückt. Nicht so ein Feuerwerkstart wie letztes Mal. Schmelzer, Aubameyang. Pulisic, Ball auf Castro, der ist nicht im Abseits. Perfekte Ballannahme und Neuer schon wieder. Es ist unfassbar. Wie kann er den denn noch halten? Das gibt's doch nicht. Ja, wenn man Vidal so abräumt, kann man auf jeden Fall schon mal machen. Die erste Torannäherung der Bayern durch Müller, aber noch nicht so gefährlich. Was für ein Pass auf Pulisic, der den gerade noch so erreichen kann. Aber keiner in der Mitte, deswegen zweiter Pfosten oder Aubameyang oder einfach die Bayern selber. Aber nicht so gefährlich. Vidal 1:0 für den FCB. Es ist wie letztes Mal, aber diesmal ohne Torwartfehler. 45. Minute, erste Chance der Bayern. Abgesehen von diesem Schüsschen von Müller. Und Vidal macht den Führungstreffer. War starkes Spiel, kann man nichts gegen sagen. Niemand ist bei Douglas Costa und die Flanke kommt perfekt in die Mitte. Schmelzer lag da verletzt am Boden. Aber da kann man verstehen, dass er weiterspielen und machen das 1:0. Müller mit der nächsten Riesengelegenheit für die Bayern. Unsere Ausgangslage ist jetzt ähnlich wie nach dem 0:1 in der Bundesliga. Wir brauchen den Ausgleichstreffer. Wir wechseln doppelt aus. Bojan ist jetzt drin und zwar für Castro. Dafür geht Kagawa ins zentrale Mittelfeld und Origi ist drin für Pulisic, der ein gutes Spiel gemacht hat. Aber vielleicht ja jetzt die Chance für Origi.
Bojan auf Origi und der ist schnell, das wissen wir. Der hat ein Tempo ähnlich wie Aubameyang. Da ist Bojan in der Mitte, der Ball kommt aber auf den zweiten Pfosten. Nicht so gut, aber weiter geht's über Piszczek. Hat keine Anspielstation, jetzt vielleicht Bojan im 16er. Bojan schafft es, setzt sich durch. Nochmal die Flanke von Origi mit dem Kopf, aber kommt nicht. Toprak, schneller als Robben, ganz, ganz stark. Verliert den Ball, aber Einwurf. Ich bin der Auffassung, Rode hatte schon die gelbe Karte. Das müsste dann folgerichtig die gelb-rote sein. Für den Bayern-Sechser. Ja, wir sind die letzten 20 Minuten knapp in Überzahl nach diesem Foul an Pierre-Emerick Aubameyang. Und das ist natürlich gut. Auch wenn Bender sich hier irgendwie aus irgendwelchen Gründen beschwert, was ich nicht verstehen kann. Freistoß Aubameyang, Ausgleichstreffer, 78. Minute, 2 Minuten nach dem Platzverweis macht Aubameyang den Ausgleichstreffer und wie? Das war nur spaßeshalber, ich wollte es nur mal versuchen und Neuer faulte sich das Ding selber rein, den kann er normalerweise halten, aber das ist halt FIFA und das ist Pierre-Emerick Aubameyang, er trifft wie er will, viertes Tor in den letzten 4 Spielen und der ganz wichtige Ausgleich und jetzt sind wir in Überzahl und haben 20 Minuten, 10, 15 Minuten für den Siegtreffer. Wenn der mit der Balleroberung, der Ball auf Bojan und das ist doch nicht wahr. Warum nicht mit ein bisschen mehr Kraft? Stendera kommt für Volland. Das heißt Origi auf rechts, Kagawa auf links und Stendera ins zentrale Mittelfeld. Bojans Ecke, Benders Kopfball kommt nicht, aber nochmal die Chance per Flanke. Zweiter Pfosten, Toprak kommt nicht ran. Benatia, der 2:1-Treffer für die Bayern. Eine dumme Grätsche gesetzt und Benatia macht das Tor. Wie kann das denn passieren? Hier eine dumme Grätsche, da eine dumme Grätsche hier von Toprak, auch wenn die nicht von Toprak geplant war. Und Benatia macht das Tor in Unterzahl. Alles nach vorne jetzt. Schluss, aus, vorbei. Wir fliegen aus dem Pokal hinaus. Ich kann es nicht glauben. So ein dummes Gegentor. Wir hatten die Chancen. Wir hätten es schaffen können. Wir waren in Überzahl und Bayern kommt mit Benatia und der zeigt Torjägerqualität. Ich fasse das wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Aber wir fliegen aus dem Pokal und das bereits in der 2. Runde. Unser Vorstand wird damit gar nicht zufrieden sein. Ja, Hannover fliegt gegen Stuttgart raus, Leverkusen haut Frankfurt raus und Nürnberg-Darmstadt ist noch unentschieden. Aber uns hilft das auch nicht weiter. Bojan sagt, er ist noch nicht richtig angekommen, das kann ich so bestätigen. Das Ding gerade hätte er auf jeden Fall machen müssen, aber so, ja, scheiß Situation jetzt. Es geht gegen Werder Bremen und zwar mit dieser Startaufstellung. Weidenfeller, Mustafi, Oxford, Sokrates auf rechts, weil Piszczek nicht ganz fit ist. Durm auf links wieder für Schmelzer, Castro und Dahoud im zentralen Mittelfeld, weil sowohl Bender ja, als auch der Rest nicht ganz so fit sind. Vorne Özyaku mit Volland, Reus und Ben Yedder, denn auch Aubameyang ist nicht ganz fit. Könnte schwer werden auswärts, denn wir wissen, simulieren ist da immer nicht so gut. Bremen zuletzt mit einem 1-0-Sieg gegen BS, ein Unentschieden gegen Mainz und eine Niederlage gegen Bayern. Also auch da alles dabei. 3 Minuten drin, Castro mit der gelben Karte. Nach 15 Minuten noch nichts passiert. Spiel mit Wiedwald im Kasten. Ben Yedder mit dem Führungstreffer, ist Ersatzstürmer und macht das Tor. Sieht also noch nicht so schlecht aus bisher, obwohl wir hier auswärts spielen. In der Liga läuft es anscheinend anders als im Pokal ja gerade gegen die Bayern. Merino kommt für Dahoud, Aubameyang für Volland, das wollte ich eigentlich vermeiden. Öztunali kommt für Kleinheischler bei Bremen. 85 Minuten durch, noch 1-0 und wir gewinnen schon wieder, genauso wie gegen Augsburg mit einem Treffer. Aber das reicht ja. Damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen und zwar auf dem ersten Tabellenplatz mit 8 Punkten Vorsprung vor den Bayern, die aber noch ein Spiel weniger haben. Bisher nur ein Unentschieden, eine Niederlage, 19:4 Tore, 15 Tore Tordifferenz, aber leider schon aus dem Pokal rausgeflogen. Das heißt, es war einerseits sehr gute Episode aufgrund der Ligaspiele, aber dann auch wieder eine ganz bittere aufgrund des Pokalspiels gegen die Bayern. Ich hoffe, trotzdem hat es gefallen. Wenn ja, lasst den Daumen nach oben da, ihr wisst Bescheid, wie wichtig das ist. 1000 Likes wäre wieder richtig nice. Ich bin fest überzeugt, ihr schafft das. Danke an dieser Stelle auch nochmal am Ende der Episode für 50.000 Likes. Ich hoffe, ihr habt es gefreut, dass wir heute mal 3 Spieler diese Episode drin hatten und auch, dass ihr am besten ein bisschen mehr Musik mit reingebaut habt, bei den Toren beispielsweise. Schaut in der Videobeschreibung vorbei bei IG Vault für günstige Münzen, Instagram, Twitter auschecken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, haut rein, macht's gut. Gut und ciao.